Gut schaust aus. Also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Milzquetschung. Echt so früh? Ja, Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Das verflixte 7. Mal. Bereits über ein Jahr warten Fans auf den 7. Teil der Heimatkrimi-Reihe mit Simon Schwarz. Jetzt ist es endlich soweit. Am 5. August startet das Kaiserschmarrn-Drama in den Kinos. Servus. Hey Rudi, hast du heute einmal mitkommen dürfen? Ha? Herr Pfarrer, Ihre kleine Schwester verdiente auf sündige Weise ihr Geld. Aus! Aus! Viele Schauspieler sagen, sie lieben am Job die Abwechslung. Wenn man jetzt 7 in einer Reihe spielt, was ist daran noch abwechslungsreich? Naja, dass die Geschichte jedes Mal anders ist. Das ist schon mal eine Abwechslung. Und dass sich die Figuren auch verändern. Dass sie mitwachsen, dass sie reifer werden, älter werden. Das ist schon eine Veränderung und auch eine Abwechslung. Aber prinzipiell stimmt das natürlich. Klar liebt man als Schauspieler die Veränderung. Man liebt es, neue Figuren, die man noch nicht kennt, zu spielen. Sie haben aus dieser Filmreihe etwas Schönes mitgenommen, nämlich eine große Freundschaft. Ja, das stimmt. Kommt das oft vor in der Branche oder ist das dann doch eine Seltenheit? Naja, es ist... Weil Sie waren ja auch gemeinsam auf Tour, Deutschland, Bayern, Grenzgänger. Ja. Also da muss man sich schon mögen. Ja, also dieses Jahr saßen wir fast 4 Wochen gemeinsam in einem Wohnwagen. Das ist schon, da muss man sich schon mögen, ja. Oder jetzt nicht mehr, wer weiß. Nein, doch, ist alles gut. Ja, es ist eine Riesenfreundschaft, das stimmt. Es kommt tatsächlich selten vor. Es liegt auch daran, dass natürlich... man immer woanders ist, dass man viel in unterschiedlichen Städten, Regionen, Ländern dreht und deswegen die Zeit, die man zu Hause ist, dann natürlich meistens mit der Familie verbringen möchte und dann nicht noch irgendwie sagen kann, so jetzt gehe ich am Abend weg mit den Freunden und so, das macht man natürlich dann auch nicht. Dann kommt natürlich dazu, dass Schauspieler verteilt sind auf der ganzen Welt oder zumindest deutschsprachige, im deutschen Sprachraum. Ja. In Deutschland ist es noch extremer als in Österreich, da sind doch viele in Wien, aber das ist in Deutschland natürlich nochmal ganz anders. Das kommt noch dazu und jetzt bei uns ist es natürlich der Vorteil, wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge eine Doku-Reihe gemeinsam, seit 8 Jahren glaube ich oder seit 7 Jahren drehen wir das. Wir kannten uns davor schon, wir haben davor schon gemeinsam gedreht. Das ist ja eigentlich ein Lebensabschnittspartner. Es ist fast so. Also wir verbringen Kinotour gemeinsam, wir haben Pressetermine gemeinsam, wir haben verschiedene Empfänge, wo wir gemeinsam eingeladen sind. Also wir verbringen schon ein paar Monate gemeinsam, das ist so. Ja. Und dann kommt der Film, also läuft es noch immer gut. Ja. Aber dann ist es auch einfach, eine Freundschaft zu halten natürlich. Ja, das stimmt. Alle Tests haben ergeben, dass er eigentlich wieder ganz normal gehen können müsste. Meines Erachtens liegt die Problematik eher hier oben. Simon Schwarz, das darf man verraten, landet im Rollstuhl und ein brisanter Fall auf seinem Tisch. Das ist für mich tatsächlich keine neue Situation, weil ich eine ARD-Reihe habe. Da habe ich, glaube ich, schon 1190er gedreht im Rollstuhl, also auch nicht sehr abwechslungsreich. Aber insofern kannte ich das schon und hatte da... erinnere ich mich noch gut daran, wie ich das erste Mal gemacht habe in dieser Reihe, da im Rollstuhl sitzen. Es ist ja auch schon einige Jahre her, weil die gibt es jetzt schon so ein paar Jahre, diese Reihe. Hatte ich auch richtig Training mit so einem Physiotherapeuten, der sich spezialisiert hat auf das. Aber das ist jetzt beim Rudi Birkenberger alles anders, weil der Rudi Birkenberger, der sitzt nicht im Rollstuhl, weil er nicht gehen kann, sondern der sitzt im Rollstuhl, weil er im Kopf irgendwas hat, was nicht stimmt. Ja. Insofern ist es da was anderes und das muss man sagen, das ist jetzt sowieso nicht eine Figur, die gesund ist für den Körper, der Rudi Birkenberger. Also der ist jetzt, er isst gern, er isst vieles, hängt immer so eher. Also es ist jetzt kein, es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Sportler spielen würde, würde man sich besser fühlen nach einem Drehtag. Ja. Aber das ist nicht der Fall und bin jetzt wahrscheinlich aus dem Alter auch schon fast draußen. Klingt verdammt ernst, ist es aber nicht, denn das Kaiserschmarrn-Drama bringt vor allem eines, laute Lacher. Nach 7 Filmen nicht so einfach, vor allem wenn sie so aufgebaut sind, dass man die vorherigen gar nicht gesehen haben muss. Also es ist tatsächlich so, dass es jedes Mal neu überprüft wird, ob wir noch einen machen oder nicht. Mhm. Und da muss man unseren Regisseur, den Ed Herzog, natürlich zuallererst nennen, der das immer genau kontrolliert und sagt, gibt es noch eine Idee für einen Nächsten? Können wir beim Nächsten was finden, dass wir neu anfangen und dass wir alle das Gefühl haben, jetzt machen wir einen Film wie das erste Mal? Und wenn das nicht stattfindet, dann sagt er, tut mir leid, wir können keinen mehr machen. Fertig. Also das ist so. Ja.
Und das ist schon mal, finde ich, ein Grundrezept, das sehr wichtig ist. Was ich halt liebe, sind diese vielen Nebenschauplätze, diese zwischenmenschlichen. Es ist und dass ja man denkt, was bei denen los, was ist bei dir, wann geht es wieder zurück zur Frau? Also man hat immer das Gefühl, man ist in einer Situation, die ist lustig, aber man will auch wieder wissen, wie geht es woanders weiter. Ja, also es ist ja kein, also wir sind ja kein Krimi in dem Sinn, das sind wir ja nicht. Wir sind eigentlich eine Buddy-Komödie, wo ein Fall gelöst wird. Und im Großen sind wir ein Riesenkosmos, nämlich dieser Eberhofer-Kosmos, das ist dieses Dorf und das sind all diese Figuren. Wir sind ein Riesenensemble, das machen wir seit jetzt im Herbst, drehen wir den 8. Und so lange, sehr gut, also es gibt den nächsten. Genau, es gibt den nächsten und so lange sind wir auch zusammen und insofern, das ist ein Riesenkosmos und die sind alle ein Teil dieses Riesenapparates. Es ist auch das gleiche Team immer dahinter, sind auch... Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen manchmal. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich sage eher, es ist immer wie eine Nationalmannschaft, wo schon neue Leute ein bisschen dazukommen, jüngere Spieler dazukommen. Aber man kennt sich, man ist eingespielt, man kennt diesen Trainerstab. Also es ist schon sehr, man freut sich aufeinander und weiß so jetzt, gut über die Jahre hindurch, weiß man natürlich, dass es auch eine Fangemeinde gibt. Das macht natürlich auch nochmal was aus, macht auch Freude. Und wir freuen uns auf den Kinobesuch. Du, Ferganhaus, ist das da gar nicht so schlecht? Der Kaiserschmarrn ist scheiße. Das ist ein Drama. Ein Kaiserschmarrn-Drama ist das.